Corsen und Spitzenschüchen. Wenn Nakaji Maru sich über prima Ballerinen lustig macht, bleibt kein Auge trocken. Der Japaner und seine Truppe spielen seit 40 Jahren mit den Stilmitteln Parodie, Groteske und Übertreibung beim Buto. Diesem Tanz, geboren aus der atomaren Katastrophe. Über 50 Stücke hat der 69-Jährige schon choreografiert und macht auch vor der Leinwand nicht Halt, wo er als Gangster bei Takeshi Kitano oder als Yakuza-Pate in Tarantinos Kill Bill auftaucht. Immer dabei die Bilder der Zerstörung, von denen er besessen ist. Die Katastrophenangst trage ich schon immer in mir. Sehen Sie sich doch um. Die Menschheit rast direkt auf den Abgrund zu. Sie steckt im Würgegriff. Vielleicht wird Selbstmord bald die einzige Alternative sein. Bei der Geschwindigkeit, mit der es bergab geht, könnte der Mensch noch vor Ende des Jahrhunderts ausgestorben sein. Mir war immer bewusst, dass das Ende unserer Welt unmittelbar bevorsteht. Deshalb habe ich aufgegeben zu glauben, dass Dinge ewig wären. Ich glaube nicht mehr daran, dass es die Menschheit immer geben wird. Das erklärt auch, warum meine Stücke immer mit Katastrophen und Tod zu tun haben. Aus diesen Katastrophen schöpft der Buto die Energie, um sich von den künstlerischen Darstellungsformen im Land der aufgehenden Sonne loszusagen, das zusehends in der atomaren Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki versinkt. 1945 ist die Geburtsstunde des Buto, dem Tanz der Finsternis, wie seine Begründer ihre Antwort auf die nukleare Zerstörung taufen. Entfacht wird der Skandal von Tatsumi Hichikata. 1959 veranstaltet er bei einem Festival für Nachwuchstänzer ein fünfminütiges Happening, bei dem er sich ein Huhn zwischen die Schenkel klemmt und tötet. Beeinflusst von europäischen Avantgarde-Bewegungen, vertritt er eine minimalistische Körpersprache frei von Effekthascherei. Sein Tanz speist sich aus den alltäglichen Gesten der Bauern von Tohoku, wo er geboren wurde. Überwältigt von diesem Ansatz geht Akaji Maru mehrere Jahre beim Meister in die Buto-Schule. Eines Abends folgte ich meinem männlichen Instinkt gehorchend einem schönen jungen Mädchen. Und plötzlich landete ich bei Hichikata. Das Komische ist, dass er mir in dem Moment wie eine Art Zuhälter vorkam, der Mädchen für sich arbeiten lässt, wie das, das mich an diesem Abend zu ihm geführt hat. Hichikata hat mir sofort vorgeschlagen, mit ihm auf Tournee durch die Kabaretts zu gehen. 1972 gründet Akaji Maru seine eigene Truppe Daira Kodakan, das Theater und Buto verschmelzen lässt. Seine Vorbilder sind sowohl der Shintoismus als auch das absurde Theater von Ionesco bis Kafka, weshalb seine Tänzer so gut wie nackt auftreten. Weiß bemalte Körper mit rasierten Schädeln. Über extrem langsame Bewegungen versuchen sie, das Bild vom primitiven Leben frei von all dem Hokuspokus der modernen Welt heraufzubeschwören. Maru wächst in einer Welt ohne feste Bezugspunkte auf. 43 in einem Fischerdorf der Präfektur Nara geboren, muss er mit ansehen, wie der Kriegstod seines Vaters, eines Marineoffiziers, die Mutter in den Wahnsinn treibt. Mit 2 ist er vollweise und lebt bei seiner Tante auf dem Land, wo er zu einem Freigeist heranwächst. Als er sich nicht länger von Klassenkameraden schikanieren lassen will, lernt er Boxen und wird zu einem charismatischen Leitwolf, der seine Freunde zu ungewöhnlichen artistischen Experimenten anstiftet. Ich hatte mit einem Dutzend anderen Schülern eine Theatertruppe gegründet. Die meisten von uns hatten ihre Eltern im Krieg verloren. Sie waren getötet worden oder an Krankheiten gestorben. So war das Theaterspielen eine Art Gruppentherapie. Damit halfen wir uns gegenseitig. Ich habe alle Einzelschicksale zusammengetragen und Theaterstücke daraus gemacht. Mitte der 60er entert Akaji Maru Tokio. Er will an der Universität Tanz studieren. Schnell macht er Bekanntschaft mit der brodelnden Atmosphäre des Shinjuku-Viertels und dessen Guru Shuji Terayama. Die Theaterstücke und Experimentalfilme dieses Genies spalten das bis dato von seiner traditionellen Kultur besessene Japan.
Akachimaru schlägt in die gleiche Bresche und schließt sich der Kompanie Yukio Gikichu an, die neben der Truppe von Terayama das künstlerische Leben der Epoche prägt. Unsere Theatertruppen waren damals wie Yakuza-Clans aufgezogen. Wir gingen auf den Bars und wenn wir dort auf eine andere Truppe stießen, fingen wir an, uns die Fresse zu polieren. Bei den Filmleuten lief das genauso. Wenn Oshimas Bande der von Wakamatsu über den Weg lief, endete das immer in einer Schlägerei. Nach dem psychedelischen Feuerwerk in Tokio der 60er und 70er besinnt Akajimaru sich wieder auf die Natur, von der er sich seit seiner Kindheit immer weiter entfernt hatte. Nun führt er seine Buto-Truppe wie ein Schamane. Ich bin überzeugt, dass der Körper des Tänzers als Medium dient, als Verbindung zwischen Mensch und Natur. Wir sind wie eine Röhre, die Mensch und Natur verbindet. Jede Menge Dinge fließen durch unseren Körper, doch manchmal ist die Leitung verstopft und aus solchen Verstopfungen entstehen Monster. Die scheidet unser Körper dann aus, und zwar auf der Bühne. Japan besteht aus unzähligen Inseln, auf denen wir schwimmen wie auf einem Floß. Sobald eine große Welle kommt, kentern wir. Und dann müssen wir das Wasser wieder herausschöpfen. Die Geschichte Japans verläuft im Rhythmus solcher Kentern- und Schöpfperioden. Seit 1500 Jahren wiederholen wir immer wieder die gleichen Gesten und denken dabei, eines Tages wird eine besonders große Welle uns endgültig wegschwemmen. Auf dieses Ende sind wir genetisch programmiert. In Paris präsentiert Akajimaru gerade das neueste Werk der Kompanie Daira Kodakan, Haino Hito, der Aschenmensch. Es geht darin um eine völlig zerstörte, verbrannte Stadt, in der Menschen aus der Asche wieder auferstehen. Wie es der Zufall will, proben die Tänzer den Aschenmann auch am 11. März 2011, als das verheerende Erdbeben ihr Archipel erschüttert. Es gibt im Stück eine Stelle, wo die Tänzerinnen ihre Köpfe kreisen lassen.
Und man stelle sich vor, das Erdbeben vom März 2011 fand mitten in den Proben zu eben dieser Szene statt. Ich war völlig in die Choreografie vertieft und spürte, dass die Tänzerinnen alles gaben. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mir von der Intensität ihrer Performance ganz schwindlig wird. Also sagte ich, immer langsam, so weit braucht ihr nicht zu gehen. Bis uns klar wurde, dass wir gerade ein ungewöhnlich starkes Erdbeben erlebten. Wir dachten wirklich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. In einem Monat gastiert Akachi Marus Kompanie mit ihrem neuesten Stück Crazy Camel im Pariser Haus der japanischen Kultur. Und die Tänzer werden, ein Schock für alle Buto-Hardliner, nicht weiß gepudert, sondern mit Goldstaub bedeckt sein.